Hallo, ich möchte euch zeigen, wie ihr mit eurem Handy oder Tablet und der Gratis-App Create at School Muster programmieren könnt, um sie dann auf eure T-Shirts oder Rucksäcke sticken zu lassen. Als erstes könnt ihr mal versuchen, euren Namen zu programmieren. Heute möchte ich mit euch gemeinsam den Buchstaben A programmieren. Der Buchstabe A besteht aus drei Laufstichen. Öffne die Gratis-App Create at School. Tippe auf Neues Projekt, um mit dem Programmieren zu starten. Gib deinen Projektnamen ein, zum Beispiel Buchstabe A, wähle leeres Projekt aus und tippe auf OK. Jetzt kannst du die Ausrichtung deines Handys auswählen. Das lassen wir gleich so, wie es ist und wählen OK. Wir brauchen nun ein Objekt, wo wir unser Programm erstellen. Wir tippen auf Plus links unten und dann auf Medienbibliothek. Unter Embroidery, das heißt auf Deutsch Sticken, wählen wir unseren Stickroboter. Gib ihm einen Namen und bestätige mit OK. Tippe auf die Figur, dann auf Skripte. Hier wird nun programmiert. Links unten seht ihr das Plus. Wenn wir das antippen, sehen wir 8 unterschiedliche Kategorien, aus denen wir auswählen können. Beginnen müssen wir immer mit einem Startbaustein, Event. Wähle, wenn Programm startet. Wenn ihr unabsichtlich einen falschen Baustein genommen habt, könnt ihr ihn ganz einfach löschen, indem ihr auf die drei Punkte rechts oben tippt, Löschen wählt und dann die gewünschten Bausteine zum Löschen auswählt. Als nächstes bestimmen wir die Position, wo wir sticken möchten. Immer wenn du einen neuen Baustein einfügen möchtest, klicke auf Plus links unten. Wir finden unseren Position-Baustein unter Bewegung. Wir wählen Setze an Position, tippen die Zahl an, wählen Visuell platzieren und können den Stickroboter mit den Fingern verschieben, um die richtige Stelle zu finden. Das bestätigen wir rechts oben. Als nächstes müssen wir die Richtung unserer ersten Naht vorgeben. Wir brauchen den Baustein Zeige in Richtung 90 Grad. Den finden wir unter Bewegung. Der Baustein erscheint an zweiter Stelle. Wir möchten ihn aber gern ganz unten haben, also berühren wir ihn und verschieben ihn nach unten. Das müssen wir bei jedem Baustein so machen. Wir müssen uns überlegen, wie viel Grad wir für den ersten Laufstich brauchen. Wir wählen 30 Grad. Einfach auf die Zahl tippen, um sie zu verändern. 30 eingeben und OK drücken. Im nächsten Schritt bestimmen wir die Stickart unseres Musters. Wir wählen Starte Laufstich mit Länge 10. Wir benötigen den Baustein Verschiebe um, um die Länge zu bestimmen. Wir geben 300 Schritte ein. Nach dem ersten Laufstich müssen wir einen neuen Winkel eingeben, um anzugeben, wohin die Nadel nun gehen soll. Wir wählen den Baustein Zeige in Richtung. Und geben 150 Grad ein. Die Nadel hat sich jetzt nach rechts gedreht. Damit sie auch zu sticken beginnt, müssen wir wieder den Befehl Verschiebe umgeben. Auch hier wähle ich 300 Schritte, um die gleiche Länge zu erhalten. Tippst du jetzt auf Play rechts unten, kannst du sehen, wie weit wir schon sind. Um zum Skript zurückzukommen, klicke links unten auf Zurück. Unser Stickroboter, der auch die Nadel der Stickmaschine darstellt, befindet sich jetzt hier. Um unseren Buchstaben fertigzustellen, brauchen wir noch einen Laufstich, genau hier. Dazu tippen wir zweimal langsam auf den Pfeil links oben und dann auf Plus links unten. Wir wählen Medienbibliothek, wählen einen neuen Stickroboter, bestätigen mit OK, wählen den neuen Stickroboter aus, dann Skripte und können wie immer mit dem Plus links unten
einen neuen Startbaustein auswählen. Unter Event, wenn Programm startet. Anschließend wählen wir Sätze an Position. Wählen visuell platzieren und suchen uns die passende Position für den noch fehlenden Laufstich unseres Buchstabens aus. Mit dem Häkchen rechts oben bestätigen und nun noch den Baustein Starte Laufstich mit Länge 10 wählen. Nun bestimmen wir den Winkel, um anzugeben, wohin die Nadel gehen soll. Als letzten Schritt wählen wir den Baustein Verschiebe um und geben 100 Schritte ein. Hier musst du ein wenig probieren, denn die Länge ist von der Startposition des Querstrichs abhängig. Klicken wir jetzt auf Play, sehen wir unseren fertigen Buchstaben. Musik.